Endlich willkommen zurück bei Super Mario Galaxy. Wow, das ist ein wirklich komisches Gefühl. Ich begrüße euch gerade zu einem Let's Play zurück, was seit mehr als 2 Jahren nicht mehr hochgeladen wurde. Part 43 war der letzte, da haben wir den Bosskampf mit Bowser bestritten und auch gewonnen. Aber, wie ich euch schon damals gesagt habe, sind wir noch nicht fertig. Wir haben zwar 120 Sterne, aber es gibt noch einen 121. An den kommt man jedenfalls nur ran, wenn man das Spiel auch mit Luigi ganz durchspielt. Das habe ich bereits getan, aber noch nicht ganz hochgeladen. Also falls ihr nochmal Mario Galaxy sehen wollt mit Luigi, dann wird das gerade geupt. Das könnt ihr euch also angucken auf meinem Kanal. Fertig aufgenommen ist das Luigi LP allerdings schon. Deswegen kann ich euch jetzt hier endlich den letzten Stern des Spiels zeigen. Und Mario wird nun zur Ruhe kommen. 2 Jahre und 2 Monate hat es gedauert, bis dieser Part endlich kommt. Und nicht nur das, sondern inzwischen haben wir auch bessere Technik. Wenn man sich mal den letzten Part, also 43, anhört, dann wird man merken, dass vor allem der Ton nicht gut war. Großes Finale, Galaxie. Willkommen zum Sternstaubfest. Ah, sieht das Schimmern im Wasser nicht wunderbar aus? Fantastisch. Wir sind hier genau da, wo wir unser Abenteuer damals gestartet hatten. Peach's Castle wurde von Bowser überfallen und Mario eilte herbei. Aber diesmal ist alles friedlich. Die Toads halten dennoch Wache, aber wir haben Bowser ja gerade erst besiegt. Deshalb sollten wir safe sein. Und wir werden hier auch einige Charaktere wieder treffen, denen wir geholfen haben, wie zum Beispiel den Honigbienen oder dem Pinguin. Natürlich auch den ganzen Toads, Captain Toad und so, die ja verschollen waren, aber wir sind immer wieder auf sie gestoßen und sie haben uns auch geholfen, an die ganzen Sterne ranzukommen. Auch hier müssen wir 100 lila Münzen sammeln, so wie wir es davor in allen anderen Galaxien auch tun mussten. Allerdings ist das nicht wirklich schwer, im Gegenteil, die Sterne oder die Münzen werden einem hier nachgeschmissen und der letzte Stern ist wirklich sehr, sehr leicht. Hier haben wir sogar diesen einen Pinguin, gegen den wir ein Rennen gemacht haben. Oh, der alte Opa. Wir müssen unbedingt mal wieder ein Rennen abhalten. Dieser Part wird auch nicht besonders lang, weil es eben nur dieser eine Stern ist, den ich euch noch zeigen kann. Aber ich bin froh, dass ich das Let's Play endlich als beendet einstufen kann. Weil ich habe natürlich immer im Hintergrund gehabt, oh mein Gott, ey, irgendwann muss ich doch den letzten Stern bringen, ey, aber ich muss erstmal das Spiel mit Luigi spielen. Lange Zeit hatte ich keinen Bock, aber vor kurzem habe ich mir gedacht, ja, Super Luigi Galaxy, darauf habe ich jetzt Bock, das spiele ich jetzt. Hab's dann auch in wenigen Tagen ganz aufgenommen und damit das nicht zu geballt auf euch kommt, also der letzte Stern von Luigi und der letzte Stern von Mario, habe ich mir gedacht, hau ich den letzten Mario-Part einfach jetzt raus und das Luigi LP, das geht ja bestimmt noch einen Monat. Mario, hört ihr das an? Wir haben so gute Arbeit geleistet, dass wir vom Suchtrupp zur Leibgarde befördert wurden. Mit mir als Leibgardenanführer wird niemand auch nur seine Finger auf Prinzessin Peach legen können. Sei es Bowser oder Boos, die sollen nur kommen. Ja, wollen wir hoffen, dass du es schaffst, in irgendeiner Weise Peach zu beschützen. Ja, aber ich habe es ja auch angesprochen, die Technik war damals noch ganz, ganz schwach bei mir beim Let's Playen. Sowohl die Mikroquali als auch der Rest. Also das Bild hat sogar gepasst, aber Ingame-Sound hat ja größtenteils gefehlt bei dem LP. Jemand, der sich dieses Let's Play nachschaut und ich glaube, der wird dann sehr verwirrt darüber sein, dass Part 44 so viel besser ist, technisch gesehen, als der 43. Aber gut. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, Toads. Ihr seid mal wieder am Grillen. Kann man da drauf, oder? Okay, man kann also sogar in dieser Galaxie sterben. Wusste ich auch noch nicht. Man muss halt bloß 3-mal das Feuer berühren, aber das lassen wir am besten bleiben. Der einzige Punkt, der schwierig ist, das ist der hier. Diese Münze hier. Das ist wirklich die einzige, die etwas schwierig zu erreichen ist. Der Rest wird einem geschenkt und wir können uns hier nochmal von den Hasen verabschieden. Aber wirklich großer Fan war ich von denen ja eh nicht. Ist ja wunderschön, ist etwas Tolles. Oh, du bist so schnell und cool und yay, du bist der Geilste. Ich weiß. Und da erscheint er. Der 121. Stern. Vor dem Eingang von Peach's Castle. Das Ganze soll natürlich auch ein bisschen an Super Mario 64 erinnern.
vom Aufbau her. Aber man sieht schon, dass es sich ein bisschen verändert hat, ja. Sieht nicht mehr ganz genauso aus. Aber Peach's Castle hat sowieso schon einige Veränderungen durchgemacht. Mario, ein Glückwunschbrief ist für dich angekommen. Nimmst du ihn an? Ja, klar. Was denkst du denn? Ich habe den Brief an die Wii-Pinnwand geschickt. Was wohl darin steht? Du darfst gespannt sein. Ich werde es mir auch gleich anschauen. Ich wollte noch einen Blick auf das Schloss richten, aber irgendwie kann man hier nicht in die Ego-Perspektive gehen. Und man kann noch nicht mal da rein, WTF. Da ist eine unsichtbare Wand. Wie lame. Ja, schade. Okay, dann beenden wir das hier. Da, na, na. Auf dem Dach ist bestimmt Yoshi. Er fehlte im ganzen Spiel. Also muss er doch da oben sein. Damit ist es erledigt. Alle Sterne in Mario Galaxy. Jetzt könnt ihr das gleiche nochmal mit Luigi sehen. Es läuft ja bereits. Und natürlich wollen wir noch wissen, was ich für einen Brief bekommen habe. Ich glaube, das ist so ein schönes Bild, wo alle Charaktere noch einmal beisammen stehen und mich beglückwünschen. So, ah nee, ich wollte zurück ins Menü. Die Wii-Pinnwand ist nämlich dort unten rechts zu finden. Da habe ich, glaube ich, auch schon, ja. Da ist es, da ist es. Das andere ist von Luigi, das dürft ihr doch nicht sehen. Super Mario Galaxy. An Mario. Danke, dass du so weit gespielt hast. Nein, wirklich, echt toll. Du kannst stolz auf dich sein. Die versammelte Super Mario Galaxy Crew. Da könnte man meinen, damit sind die Entwickler gemeint, aber nein. Der große Luma, Mario, Peach. Andere Lumas. Nur Rosalina fehlt irgendwie. Naja, schade drum. Aber endlich ist dieses Let's Play beendet. Juhu.